Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video hier vom Cruising Nebraska Event. Wir stehen ja noch bei der Baustelle in der Nähe von North Platte und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Wir sind gerade bei 8 von 12, das heißt, 4 Städte fehlen noch. Das wäre einmal Grand Island, Norfolk, Sydney und Chadron. Mal schauen, wohin die Reise heute von hier aus von North Platte geht. Wir hätten auf alle Fälle Chadron für 11.000. Nochmal Chadron für 5.800. Nochmal Chadron für 3.600 vom neuen Pack. Und das war's. Dann würde ich sagen, fahren wir ihn. Dann fahren wir hier. Die Erdbauwalze Volvo SD 160. Nevermind. Ja doch, 160B. Ich war gerade verwirrt, weil ich irgendwie angefangen habe, oben zu lesen und dann zu Colby geswitcht bin. Dann haben wir die 36.800 Pfund schwere Erdbauwalze Volvo SD 160B. Von North Platte nach Chadron für 11.000, nach Central Civil Works, ebenfalls hier von der Nielsen Roads Corporation, wo wir gerade hier stehen, 215 Meilen, 4 Stunden 17 Fahrzeit. Würde ich sagen, nehmen wir das ganze Ding an und danach könnte es sein, dass wir entweder nach Sydney fahren, nach Grand Island oder nach Norfolk. Time to hit the road. So sieht's aus und das gute Stück, das steht direkt hinter uns. Wunderbar. So, jetzt müssen wir irgendwie noch drehen. Ne? Ich glaube, wir müssen ja wieder in die andere Richtung fahren. So sieht's aus. Hier haben wir das gute Stück. Ne, wir müssen sogar hier den Weg weiterfahren, das ist ja schön. Machen wir die Rundenleuchte an. Haben zwar keine Überbreite oder sonstiges, aber kann ja nicht schaden. Wir fahren in den Tag hinein, 4 Stunden, da kommen wir nachts um 4 an wahrscheinlich. Ja, 16:30 um genau zu sein. 233 Meilen, bevor ich es hier vergesse, weil ich mir schon was getan habe. Gut, eigentlich wären wir hier lang gefahren, ne? Sind wir mal ehrlich, aber okay. Dann fahren wir zumindest, was auch nicht verkehrt ist, dann fahren wir auch durch North Platte jetzt durch. Wechseln dann von dem Highway 83 auf die Interstate 80 für einen kurzen Moment. Dann geht es auf den Highway 26, der vor Aliens, oder zwischen Aliens und Scotts Bluff, der dann zum Highway 385 wird. Und den fahren wir dann hoch bis Chadron. So, unter 45. Und wir erreichen North Platte. Caution. Please mind the speed limit. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Wobei, eigentlich muss ich ja gestern auch wieder gemacht und runter auf meine obligatorischen Windows-Lautstärke von 20. Es wird doch gleich wieder grün. Haben wir es? Ja, haben wir es. Hätte mich aber auch echt gewundert, wenn ich es nicht gemacht hätte und wenn ich es vergessen hätte. Ah,
Allerdings hätte es mich auch nicht gewundert, wenn ich das irgendwie aus Versehen doch hinbekommen hätte, irgendwie eine Lautstärke zu hoch zu haben. Nachdem ich mir gestern, bevor ich es rausgefiltert habe. Oder angefangen habe rauszufiltern, versucht habe herauszufinden, was ich im Hintergrund höre. Go straight. Ja, go straight. Ich hoffe mal, dass ich gleich wieder anfangen kann, weiter zu downloaden. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe die Befürchtung, dass ich jetzt bis heute um 2 Uhr, 3 Uhr nachts, wahrscheinlich eher 3 Uhr nachts, oder halb 4 Uhr nachts, warten muss, bis ich dann weiter hochladen kann. Zumindest auf dem einen Kanal. Ach ja, wieder mal. Kurz mal gucken, was sagt Chatty? Chatty sagt, ja, das passt. Verbindung verloren. Ja, ich habe gerade mal wieder kein Internet. Ist ja super. Obwohl das Internet gerade wieder da ist. Also ich habe gerade hier, ne, also Taskmanager sagt, Internet ist da. Ich weiß nicht, was ihr habt. Da ist die Internetverbindung wieder da. Da wieder zurück. Geht ja wieder gut los. War sehr gut weiter. Go straight. So geht so gut weiter, wie es heute Nacht gewesen ist. Dann wollen wir auf die Interstate 80 fahren. Die nächste Fahrt ist aber wieder eine Tagfahrt. Okay, hier noch nicht. Erst danach. Von mir aus dürfen wir jetzt auch wieder schneller fahren als 40, aber. Ach komm, doch verschissen. Okay, immerhin, es wäre sogar Minimum gewesen, aber. Wir wollen ja prinzipiell auch. Drauf beschleunigen, nicht Verkehr ausbremsen und so. Wir haben zwar nicht dann irgendwie die 75 drauf oder 65, whatever, unsere Höchstgeschwindigkeit, die wir fahren können, aber ein bisschen Geschwindigkeit soll man ja schon drauf haben.
Stay right and then exit right. Jawohl. Jetzt setzt den Rest noch exit über right. Highways. Stay right and then turn right. Shit. Ja, dann wird Zeit. Dann wollen wir kurz noch mal ein bisschen nachgucken. Wir haben es so spät und es ist da. Gut. Und vielleicht die Schwimmmaschine dann gleich ein bisschen flutter machen. Und die danach noch mal so links halten. Stay left and then turn left. Turn left. Haben wir eine Ampel? Ja. Das sieht man ja so schlecht hier. Und weiter geht's. Ein bisschen problematisch, dass also das ist zwar nicht problematisch, dass ich angefangen habe, hier die Sachen mitzuziehen gestern, weil lieber zu früh als zu spät, weil teilweise eins kann ich schon gleich mal backuppen, weil es nicht mehr auf dem Dings auf dem Server war. Aber ich habe gleich prinzipiell gar nicht mehr den Platz, wenn in einer Stunde oder so das eine Video hier fertig geändert ist, ein weiteres Video zu ändern, weil ich halt mich verbremse. Gut, dass ich die Bombe so stark eingestellt habe. Da habe ich keinen Platz mehr auf der Platte habe. Also auf dem Rechner. Weil da halt immer noch ein großes Video rumliegt, was hochgeladen werden müsste, aber halt nicht hochgeladen werden konnte. Weil das Limit von 10 Videos, was angeblich ja höher ist als früher, aber eigentlich nicht höher ist. Mit der einfachen Strichrechnung gemacht hat. Und da kommt nix. Thank you.
Also ich denke mal, ich werde nochmal so zum Abschluss des Cruises in Nebraska Events. Wird es wahrscheinlich schon längst geben und so, aber vielleicht trotzdem einfach mal ein Video zu machen. Einfach, die Idee ist mir beim Fahren gekommen. Ich werde zwar noch nicht sagen, was es ist, werde ich ja wie gesagt dann sehen. Aber erstmal auch unterwegs zu kommen, so die Idee beim Fahren, wie gesagt. Und ist auch eine gute Idee, um zumindest. Also ich glaube, bisher gab es so ein Video auf dem Kanal. Also ja, ich, ja, auf so einem Kanal, so ein Video gab es auf dem Kanal bisher noch nicht. Und das ist glaube ich auch nicht verkehrt, so ein bisschen wieder. Vielleicht mir auch ein bisschen was Neues beizubringen mit Wondershare Filmora. Ich meine, ich habe ja teilweise, würde ich schon sagen, andere Sachen gemacht, die ich sonst nie gemacht habe bisher. Allerdings halt, war das schon eher für den privaten Gebrauch, aber nichtsdestotrotz, ich habe Sachen gemacht, die ich vorher nie mit Adobe Premiere Pro oder mit oder Adobe, wie auch irgendwie es formuliert, oder halt mit Sony Vegas gemacht. Das war Sony Vegas Pro. Von daher ist die Idee eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, um einfach mal so ein bisschen rumzuprobieren. Dass ich dann mehr Knowledge habe, was das betrifft, für den späteren Verlauf, wenn hier irgendwann in diesem Jahr ein Rechner steht, der eine gute Grafikkarte hat. Und so weiter und so fort. Vor allem die Qualität der Videos dann auch schön aussieht. Ist da vorne ein Zug oder ist es ein Haus? Ist ein Haus, okay. Aufgrund des Fahrens wirkt das so ein bisschen wie ein Zug, aber falsch gedacht. Stay right. Na klar. So machen wir das. Ich hätte die Spülmaschine noch anmachen sollen. Da, wo ich es geplant hatte, aber einfach nicht wach genug dafür gewesen, mehr oder weniger, um da irgendwie dann noch den Gedanken zu haben für. Beziehungsweise ich wollte mich schnell bei Rocket League einloggen, um hier den Schnipsel von der Season hier, von Season 14 von Tournament, da die Openings zu machen. Auch wenn ich sehr wenig gespielt habe, vor allem in der Zeit jetzt, wo ich hier den Laptop stehen habe. Habe ich einfach nie wieder daran gedacht, in die PS4 das HDMI-Kabel reinzustöpseln. Aber jetzt, wo heute die neue Season beginnt, werde ich es wieder machen müssen. Hab leider 100 Credits zu wenig, um easy peasy weiterzumachen. Also ich bin bei 900 und ich brauche glaube ich 1000 oder 1100, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber dann habe ich dann jetzt zumindest die nächsten zwei Monate dann nur den Credits dafür danach. Also alles genug. Vermutlich, ich hoffe mal, ich kriege jetzt wieder hin, dass ich das schön gechillt machen kann.
War hier der? Ne, hier war nicht der Cop-Car. Die Cop-Car. Die war woanders. Die war auf dem Weg zwischen Shadron und Norfolk. Das war zwischen Valentine und Norfolk. Die fiese Kopfschreife da. Zumindest wenn man noch von Norfolk auskommt. Von Valentine aus sieht man den ja. Weil da nicht die Tannen davor sind. Ja, immer wieder schön, wenn es hier bergauf und bergab geht. Werden wir hier durch die Sand Hills bei Nacht fahren. Das ist schon eine coole Landschaft. Kann man nicht anders sagen. 42 Minuten. Wobei, ich habe also eigentlich habe ich genügend Platz für das Video, wenn ich gerade drüber nachdenke. Es wäre halt nur gut, wenn ich heute noch das andere hochgeladen bekomme, weil dann habe ich ja ein bisschen mehr Platz. Ansonsten dümpel ich. Oh, scheiße, ich muss auch noch gleich direkt instant, wenn ich hier fertig bin, muss ich den Download wieder anschmeißen. Ansonsten habe ich schon wieder ein. Was ich hier verpasst habe. Und wir sind schon in Shadron. Freie Bahn, dann fahren wir auch. Dazu suchen wir nämlich nochmal einen Schlafplatz zum Hinlegen. Oh, ist sogar einspurig hier. Ich dachte, das wäre zweispurig. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte das. Caution. Please mind the speed limit. Stay right. Then continue straight. Go straight. Und dann sind wir auch schon da. Turn left, and then turn right. Turn right. Na? Ja, doch. Ich weiß nicht ganz genau wie und wo, aber ich dachte eigentlich jetzt hier, aber okay. Dann vielleicht doch einmal rum. Ja, von hier kommen können. Dann drehen wir einfach mal. Darüber kann ich dann auch das. Ich stehe zwei Video von gestern bearbeiten und auch ändern schon.
weiß nicht, ob es so smart war, jetzt hier reinzufahren. Weil da der dämliche Laternen... Das war, glaube ich, keine gute Idee. Deswegen... Machen wir das so. Hinausgeschossen, aber so passt es doch wie angegossen. Laden wir mal die Mühle ab. Ausgezeichnet. Erdbauwalze Volvo SD160B von North Platte nach Shetland geliefert. Gefahrene Strecke 231 Meilen, Dauer 26 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 34,1 Gallonen. Das war der 178. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab dafür $10.945 und 530 Erfahrungspunkte. Ich darf nicht vergessen, gleich Shadow nochmal aufzuschreiben, dass wir dort gewesen sind. Und der nächste Schlafplatz ist halt, wie gesagt, da vorne, da wo man auch tanken kann. Fahren wir doch noch eben fix hin. Und gucken spaßeshalber, ob wir irgendwie was nach Sydney bekommen. Oder Norfolk oder Grand Island. Der wird sich in den nächsten 48 Stunden oder lassen es eher 46 Stunden sein, waren davon ändern. Aber einfach mal spanisch aber schauen, ob wir was finden. Wäre eine super Sache. Links und einmal rum. Kann man es auch hier vorne hinlegen. Neben den Chemso. Machen wir mal ein bisschen besser, damit noch mehr Platz hier ist. Damit ich ein paar mehr Trucks parken können. Wunderbar. Dann gucken wir mal kurz nach. Während die Sonne am Horizont aufgeht. Externe Aufträge. Okay, wir hatten Norfolk einen Mischbehälter. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich einen Auftrag bekommen. Ob wir wirklich einen bekommen, wo wir noch nicht gewesen sind, werden wir dann sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder, entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder im Eurotrack Tower 2 vom Trade Connections Switzerland Event. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.